Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir für heute die Karten schon ausgelegt, ich habe sie schon mal abgeholt und mich reingespürt, was wir hier so haben. Und ich muss sagen, es gefällt mir schon wieder mal sehr, sehr gut. Also keine Sorge, nichts Dramatisches, nichts Schweres oder Sonstiges. Auch wenn sich vielleicht die Energie aktuell im Außen so anfühlen mag, aber wir haben hier nochmal die Botschaft, dranbleiben, weitermachen, es lohnt sich, weil es kommt hier etwas Schönes, etwas Neues, etwas Wundervolles auf uns zu. Ja, ich habe sie gerade schon angesprochen, weil ganz ehrlich, die Legung, wo ich die Karten gesehen habe, habe ich mir gerade gedacht, so hä, irgendwie sieht es gerade komplett anders aus. Ja, man spürt zwar irgendwo was, man weiß irgendwo was, aber dennoch, ich meine, wir leben ja hier als Mensch, wir sehen das Außen und vielleicht denken wir uns dann so, hä? Passt nicht ganz zusammen. Dann ist aber eine gewisse Karte gefallen, ich zeige sie gleich mal, die riskante Versuchung, der Schein trügt. Und dann ist mir wieder eingefallen, so, verdammt, wie schnell lässt man sich beeinflussen von irgendwelchen Eindrücken? Ja, weiß ich, keine Ahnung, Wettervorhersage hat vielleicht gesagt, so, heute 30 Grad purer Sonnenschein und du stehst morgens auf und guckst raus und denkst dir so, wow, never, ja. So vom ersten Eindruck und dann auf einmal eine Stunde später, bäm, die Sonne brennt runter wie in Afrika. Also ja, was ich damit sagen will, manchmal sehen die Dinge anders aus im Hier und Jetzt, als sie eigentlich sind oder beziehungsweise so schnell können sie sich in eine andere Richtung entwickeln. Und egal, worum es gerade jetzt bei dir geht, ob jetzt um den Beruf, familiäre Themen, freundschaftliche Themen oder Liebesangelegenheiten. Bäm. Hier kommt Veränderung rein, hier kommt ein Fortschritt rein. Wir haben hier den Wachstum, wir haben hier etwas, was sich intensiviert. Und zwar von der Geschwindigkeit diesmal wirklich ratzfatz. Also es kann sein, dass es jetzt ist eine Sache so und innerhalb von kürzester Zeit ist sie komplett anders. Deswegen hier nochmal zur Erinnerung, der Schein trügt, also lass dich nicht betrügen. Genau, was haben wir hier? Wir haben natürlich auch so ein bisschen mit dem Blick auf die Vergangenheit gewisse unschöne Situationen, ja. Emotionale Zusammenbrüche, Gedankenkonstrukte, Glaubensmuster, irgendwelche Prägungen, die einfach mitgewirkt haben im Leben, im Alltag, in der Verbindung zu einer bestimmten Person oder in Verbindung zum Beruf oder vielleicht, wenn du auf Wohnungssuche bist zum Beispiel. Es hat sich einfach nichts gezeigt, du hast einfach nichts gefunden, du bist schon oder du warst schon kurz vorm Nervenzusammenbruch oder schon am Verzweifeln und denkst dir so, boah, das kann doch nicht sein, ja, oder gewisse Trennungen, Kündigungen, Job, Wohnung oder dergleichen, Streitsituationen, Streitgespräche mit irgendwem, wegen irgendwas. Und es sind all diese Dinge, also negative Energien, die man natürlich auch zeitweise in gewissen Zeitqualitäten durchleben muss, durchleben darf, die dürfen hier jetzt ganz schnell wieder verschwinden, weil das ist hier eben so diese Hauptenergie, ihr Lieben, die Geschwindigkeit. Also nichts mit großartiger Geduld jetzt, langer Weile oder dergleichen. Nee, hier kommt etwas in Bewegung durch gewisse Entscheidungen, die man getroffen hat. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen tricky, weil je nachdem für wen du schaust, ja, es kann sein, dass für dich hier die Energien ein bisschen anders sind, ein bisschen mehr abweichen, als wenn du jetzt auf dein Gegenüber schaust, ja, weil ich meine, wir arbeiten ja an unseren Themen, wir arbeiten mit unseren Erfahrungen, was war, was ist, was kommt, ja, und bei gewissen Gegenüberleins ist ja immer so eine Sache, okay? Nichtsdestotrotz,
geht hier natürlich trotzdem etwas voran, weil die Energie einfach da ist. Und wenn die Energie da ist, dann passiert auch etwas. Selbst dann, ihr Lieben, und das ist ganz wichtig, selbst dann, wenn man es nicht direkt sieht oder wenn man das Gefühl hat, so boah, Stillstand, Stagnation, Blockaden, hier passiert gerade gar nichts, aber selbst dann passiert so viel. Also es ist nie nichts los, okay? Es passiert immer irgendwas. Ja, die Person, auf die wir hier schauen, also entweder du oder die Person, auf die du schaust, kommt hier in die Bewegung, kommt hier in eine Einheit, kommt hier in einen gewissen Zusammenhalt. Gewisse Themen lösen sich auf, gewisse Probleme, Sorgen verlieren an Gewicht eventuell. Ja, manchmal ist es auch eine Sache, wie schaut man auf eine Situation? Ja, denkt man sich so, oh shit, Problem ist da, das Problem wird immer größer, weil man dem Problem an sich so viel Gewicht gibt, so viel Aufmerksamkeit, anstatt schon an einer Lösung zu arbeiten, beziehungsweise die Lösung anzunehmen, die ja schon da ist. Es heißt nicht umsonst, die Antwort ist schon in dir. Das ist ein Fakt. Nur oftmals vergessen wir, an die richtige Stelle zu gucken. Ja, aber es ist, wie es ist. Auf jeden Fall möchte sich hier etwas Schönes zeigen, etwas Großes zeigen, etwas Neues zeigen. Neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Liebesanwerber oder Liebesbewerber vielleicht, neue Jobangebote, neue Wohnungsangebote, neue Möglichkeiten, sich mit einem Menschen zu versöhnen oder gewisse Dinge anzupacken, die man sich vielleicht schon seit geraumer Zeit vornimmt, ja, Dinge, die man immer wieder mal wegschiebt oder sagt so, ah, das hat noch Zeit oder ist gerade der schlechte Zeitpunkt oder keine Ahnung, okay? Also, wir haben hier eine beständige und eine langfristige Energie, die sich zeigt, also nichts hier mit, yeah, ich habe mein Ziel erreicht und shit, morgen ist es schon wieder vorbei. Nee, wir haben hier was Beständiges und noch weiteren Wachstum und noch weitere Intensivierung und noch weitere schöne Überraschungen. Hört man doch gern, oder? Hört man gern und nimmt man gerne an, ja? Zack, boom, ab die Post auf den Weg in die Fülle, in Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Also das ist eine Sache, die betrifft jetzt nicht nur dich alleine, sondern mitunter auch dein Umfeld. Also je nachdem, für welche Thematik du hier schaust, dein Umfeld in Bezug auf die Arbeit, deine Familiensituation, deine Partnerschaft im Freundeskreis, irgendwelche Hobbys, Projekte dergleichen, die du ausbauen möchtest. Also irgendwas bekommt hier nochmal die richtig krasse Schubkraft. Ja, okay, das muss ich auch noch mit reinnehmen. Wenn du jetzt gerade schon mitten in dieser Energie bist und dir denkst so, uff, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Das kommt alles so schnell. Vielleicht geht es mir auch gerade zu schnell, ja, oder vielleicht hast du vor ein paar Monaten jemanden kennengelernt und ihr sprecht jetzt schon irgendwie übers Zusammenziehen oder übers Heiraten oder der Chef hat hier einen ganzen Koffer voller neuer Aufgaben für dich. Also solltest du in irgendeiner Form das Gefühl haben, überfordert zu sein beziehungsweise in eine Überforderung reinzuschlittern. Ja, natürlich immer erst mit der Abfrage deiner Intuition, dann mach dir hier bitte keine Sorgen, du wirst es handeln, du wirst es meistern. Egal welche Situation hier auf dich zukommt, also egal welche positive Situation, ja ihr Lieben, es kann auch sehr gut möglich sein, dass man durch zu viele positive Ereignisse oder positive Situationen in die Überforderung gerät. So, was soll ich jetzt als erstes machen? Wie kann ich das annehmen? Ja, überhaupt dieses Annehmen dieser Situationen und Ereignisse.
Machen wir uns da keine Gedanken rum. Wir haben hier die Bestätigung auch, dass wir hier auf dem Weg in die Fülle sind, gemeinsam mit anderen Menschen, und dass wir diese Situation handeln werden, dass wir das Gleichgewicht finden werden, egal was im Außen Sache ist. Ja, dann fand ich es total super. Ich habe nämlich erst die Tarotkarten ausgelegt, ja, dessen Aussagen wir hier jetzt schon durchgenommen haben. Und dann habe ich mir noch gewisse Energien geholt, beziehungsweise aus dem Twin Flame Orakel. Und hier wird eigentlich nochmal das Gleiche aufgezeigt in 4 Karten. Wir haben hier die Opferhaltung oder gewisse Probleme, gewisse Sorgen, Blockaden. Und dann haben wir das Annehmen, das Erkennen mit dem Aufstieg in die 5. Dimension, mit der Weiterentwicklung, mit dem Fortschritt. Und unterm Deck haben wir noch die Karte, die Lösung, die Auflösung, die Erlösung. Also eigentlich das Gleiche, was wir hier jetzt an 9 Tarotkarten mit 3 unterm Deck noch liegen haben, sagen hier nochmal die 4 Energiekarten aus. Also freut euch auf Aufstieg, freut euch auf Weiterentwicklung und auf Fortschritt. Und keine Sorge, ihr Lieben, falls ihr jetzt gerade noch in dieser Energie seid, belastet durch irgendwelche Situationen, eine gewisse Form von Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung oder sonstiges, ja, eine schwere Energie einfach, und ihr denkt euch so, nee, das ist nicht meins, das ist eine schöne Aussage, ist eine schöne Botschaft, aber es hat, glaube ich, mit mir gar nichts zu tun. Denkt an das, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, ja, mit dieser Geschwindigkeit. Etwas kann sich von jetzt auf gleich ins Positive verändern. Also selbst wenn du jetzt in dieser Situation bist, dass du sagst, ah nee, ich glaube, ist nicht meins, schlaf lieber nochmal eine Nacht drüber oder 2 oder 3. Ja? Ich meine, klar, der zeitliche Aspekt ist immer die eine Sache. Das Universum kennt keine Zeit, sie ist immer fließend, aber hier in der Dualität, auf der Erde, in dieser Welt, sind die Zeitqualitäten doch ab und zu mal ein bisschen versetzt. Nichtsdestotrotz, positive Energie bleibt positive Energie, also schnappen wir sie uns. Wenn du jetzt, ich habe ja natürlich die Liebesbotschaften auch gleich abgeholt, wenn du jetzt hier speziell auf die Thematik Liebe schaust, habe ich auch noch eine sehr wundervolle Botschaft für dich. Und zwar ist es jetzt egal, ob du hier Single bist oder ob es hier schon jemanden gibt, mit dem du gerade am Anbandeln bist. Also Single und es kommt jemand auf dich zu, oder du bist schon am Anbandeln oder du bist schon in einer festen Partnerschaft. Hier zeigen sich ganz neue Intensitäten und auch, nee, Moment, das kann man nicht alles so zusammennehmen. Moment, einmal löschen bitte, einmal zurück zum Liebesanfang. Und zwar, falls es hier niemanden in deinem Leben gibt, aktuell noch nicht, dann sei dir gewiss, es steht schon jemand vor der Tür. Wir haben hier die Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Also lass dich bitte auch nicht irritieren oder ablenken von gewissen komischen Energien, die uns hier umschweben. Hier ist etwas, der hier schon auf dich wartet. Also geh deinen Weg bitte weiter. Hier ist ein potenzieller Anwärter für dich, wenn man das so sagen darf. Wenn du in einer Partnerschaft schon bist, dann zeigt die Energie hier auf, dass es nochmal intensiver wird, nochmal schöner. Gerade vielleicht auch, wenn ihr gerade eine Krise durch habt oder Streit, Probleme, Sorgen. In diesem Sinne, in dieser Energie, in der sich das auflöst, kommt hier wieder mehr Intensität rein, mehr Zusammenhalt, mehr Liebe. Ja. Und dann haben wir noch die Karte, ich liebe dich, ja, also
ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist etwas so, das ist so die geballte Ladung an Energie, an Emotionen, an Liebe, die hier über uns hereinbrechen möchte. Und ihr Lieben, wir müssen hier eigentlich nur diesen hier machen, die Hände aufhalten oder beziehungsweise das Herz öffnen und diese Energie annehmen. So sieht's aus. Und es ist eine mega geile Energie. Egal wann du dieses Video siehst, egal was gerade Sache ist, lass dich nicht täuschen, dein Herz möchte erreicht werden. In diesem Sinne, meine Lieben, verabschiede ich mich aus dieser Botschaft, aus diesem Reading und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.